und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich Apfelwolken. Das sind kleine süße Teilchen, die super einfach zu machen sind, richtig schnell. Und zwar aus einem veganen Quarkölteig. Und der ist ganz, ganz schnell zusammengemischt. Erinnert an Hefeteig, wird genauso schön fluffig, nur braucht eben keine Gehzeit. Also man nennt ihn auch den Fake-Hefeteig. Und durch die Äpfel wird das Ganze schön saftig und super lecker. Wer natürlich Äpfel nicht so gerne hat, kann natürlich auch andere Früchte verwenden oder das Ganze variieren, je nach Saison. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Für euren veganen Quarkölteig braucht ihr folgende Zutaten. Und zwar habe ich hier einmal Mehl, Dinkelmehl Typ 1050. Wer möchte, kann auch eine Mischung machen aus Vollkorn und Typ 630. Das könnt ihr selber entscheiden. Ich schreibe euch das dann noch auf den Blog. Dann habe ich hier ein halbes Päckchen Backpulver, 30 Gramm Zucker, und zwar habe ich Kokosblütenzucker gewählt. Ihr könnt gerne auch was anderes verwenden. Eine Prise Salz, das unterstützt nämlich immer den süßen Geschmack im Gebäck. Dann braucht ihr noch ein bisschen Sojajoghurt. Wer das nicht hat oder nicht mag, der kann auch Magerquark verwenden. Oder alternativ würde auch zum Beispiel Sojaquark funktionieren. Das gibt es ja mittlerweile auch schon. Dann habe ich natürlich Öl, und hier habe ich raffiniertes Rapsöl genommen, nicht das native, weil das native einen sehr starken Eigengeschmack hat und es kommt dann ein bisschen zu sehr durch, finde ich dann nicht so gut im Gebäck, deshalb da diese Sorte. Und dann noch vielleicht brauchen wir einen Schuss Milch, und da habe ich pflanzliche Milch gewählt. Und jetzt geht das Ganze super einfach. Als allererstes kommen die flüssigen Zutaten in eure Schüssel. Das Ganze mischt ihr gut durch. Dann gebt ihr die trockenen Zutaten hinzu. Und da empfehle ich euch, immer das Backpulver zuerst ein bisschen mit dem Mehl zu vermischen. Dann hineingeben, kurz durchkneten, und dann ist euer veganer Quarkölteig auch schon fertig. Der Teig ist relativ klebrig, aber keine Sorge, der muss so sein. Jetzt geht es weiter, ihr nehmt euch ein Backblech und ein Backpapier, feuchtet eure Hände ein bisschen an, dass es eben nicht so klebrig ist, und dann formen wir ein paar Wolken daraus. Und so ist das Ganze fertig, und es sieht wirklich schön aus, wenn ihr das eben nicht exakt macht, weil dann kommt ja eben diese Wolkenform zustande. Jetzt geht es weiter mit den Äpfeln, und da nehme ich ungefähr 2 Äpfel, je nachdem wie groß die sind, und schaut darauf, dass die auch wirklich schön saftig sind. Dann wird nämlich euer Gebäck auch schön saftig und richtig schön süß. Und den ersten Apfel, den werde ich jetzt erstmal grob reiben. Und den geriebenen Apfel, den verteilt ihr jetzt auf eure Teigwölkchen. So, der zweite Apfel, der wird einfach in grobe Stücke geschnitten.
Jetzt könnt ihr das Ganze noch verfeinern, wer möchte, und zwar mit ein bisschen Zimt, das passt ja immer sehr gut zu Apfel, oder nochmal ein bisschen Kokosblütenzucker oben drüber, das karamellisiert dann nämlich im Backofen, je nachdem, wie süß ihr das Ganze haben möchtet. Und so kommt das Ganze jetzt in den Backofen, und zwar für ungefähr 10 bis 15 Minuten. Ihr müsst ein bisschen schauen, und zwar bei 180 Grad Umluft. Und da schaut ihr einfach, ob es dann schon durch ist oder nicht, denn jeder Backofen ist ja anders. Und so sind die süßen Teilchen schon fertig. Richtig lecker, frisch, schwindig schmecken sie am allerbesten. Und da sie ja so schnell gemacht sind, kann man es auch wirklich ganz schnell zubereiten, öfter mal machen. Und was ich auch cool finde, das ist auch super zu mitnehmen, zum Beispiel in die Arbeit oder für die Kinder in die Schule. Und so haben sie ein wirklich leckeres Znüni oder auch Zwiri, wie auch immer. Richtig lecker und genial, müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Rezepte mehr. Die ganzen Mengenangaben, wie immer, findet ihr auf meinem Blog fraujannik.com. Schaut dort vorbei, lasst mir einen Kommentar da, damit ich weiß, ob es euch geschmeckt hat und es euch gelungen ist. Oder schickt mir ein Foto auf Instagram unter dem Hashtag fraujannik. Ich freue mich jedes Mal riesig. Vielen Dank! So, ich gehe jetzt meine Apfelwolken genießen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.